Wir sehen hier das Sony Ericsson Xperia PureNess, welches auch über einen Media Player verfügt, den wir uns jetzt mal genauer anschauen. Dazu hole ich mir mal wieder die Box. So. Um den Media Player anzuwählen, könnten wir einmal hier vorne auf den Musikbutton gehen. Damit sind wir dann sofort im Menü. Wir können natürlich auch über das Hauptmenü und da vorne den Media Player anwählen, je nachdem, wie es einem lieber ist. Dann seht ihr schon, wie der Media Player aufgebaut ist. Da sehen wir dann hier oben Titel und Interpret. Hier vorne die Zeit, die noch abgespielt wird. Im Hintergrund ist ein kleines Bild. Hier vorne ist angegeben, welche Funktion das 5-Wege-Navigationskreuz erfüllt. Zum Beispiel einen Titel weiterwählen, einen Titel zurück, Play und Pause, sowie nach oben und nach unten. Nach oben auf diese Note gelangen wir in eine andere Darstellung, und zwar ist hier die Musik sortiert nach Interpreten, Alben, Titeln, Playlisten. Dann haben wir noch die Hörbücher, Podcast, Genre und Jahr. Und ganz oben hat man gesehen Fortsetzen, womit man den Titel dann einfach fortsetzt. Dann haben wir hier noch die Option. My Music ist in dem Fall diese Darstellung, die wir gerade hatten. Dann haben wir noch Einstellungen, Wichtiges über die Datei und den Punkt Playlist speichern. So, wenn wir einmal hier drauf drücken, können wir die Lautstärke regeln, und zwar einmal über diesen Knopf zum leiser machen oder über den an der anderen Seite zum lauter machen. Das sieht dann in der Darstellung so aus. Da haben wir den Lautstärkebalken und hier zum lauter machen. Es ist kein besonderer Media Player, aber der Sound ist dafür sehr gut. Die Lautstärkeregelung ist ebenfalls ziemlich gut, also die maximale Lautstärke ist schon recht laut. Schauen wir uns mal an, was wir machen können, wenn wir lieber für uns Musik hören. Dazu hatten wir im Lieferumfang die normalen Kopfhörer mit einer 3,5 mm Klinke. Das für die Klinke keinen Anschluss am Handy gibt, wurde dieser Adapter mitgeliefert, welcher einfach ans Handy angeschlossen wird. Und das Endstück passt genau auf die Klinke drauf, und so ist es möglich, mit den Kopfhörern Musik zu hören. Wer auf diesen Kabelsalat hier keine Lust hat, kann natürlich auch das mitgelieferte Headset benutzen. Ein wenig verknotet. So. Dieses Headset läuft über Bluetooth. Und man sieht hier schon diesen kleinen Akku, welcher natürlich auch mal aufgeladen werden muss. Und das passiert folgendermaßen. Dazu kann man die Rückseite dieses Stöpsels öffnen, und man erkennt hier vorne schon diese zwei Anschlüsse, und auf diesen Anschluss passt das normale Ladekabel, wovon das eine Ende in die Steckdose kommt, und das andere Ende, wie man hier sehr gut sieht, hat ebenfalls zwei Kontakte, welche einfach auf den Kopfhörer gesteckt werden, um das Gerät aufzuladen.